Vielen Dank an die Firma Sawyer Europe, die mir das hier gezeigte Wasserfiltersystem für dieses Review kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Hi, ich bin Saki. In der Vergangenheit habe ich euch ja immer wieder verschiedenste Wasseraufbereitungsmethoden und Gerätschaften gezeigt, mit denen ihr draußen in der Natur sicher Mikroorganismen aus aufgefundenem Oberflächenwasser entfernen könnt und euch somit sicheres Trinkwasser herstellen könnt. Darunter war unter anderem auch dieser Point One Wasserfilter aus dem Sawyer Squeeze System mit einer Porengröße von 0,1 Mikron. Und aufgrund der Vorstellung von diesem Wasserfilter habe ich immer mal wieder Zuschriften bekommen, ob ich nicht auch mal den Point Zero Two Wasserfilter von Sawyer vorstellen könnte. Der allerdings ein sehr spezieller Wasserfilter ist mit einer Porengröße von nur 0,02 Mikron und damit sogar Viren aus dem Wasser ausfiltern kann. Ja, das ist wirklich ein sehr spezieller Wasserfilter für sehr spezielle Anwendungen und der kostet natürlich auch ein klein bisschen mehr. Aber mittlerweile ist es mir tatsächlich möglich, mit Hilfe der Firma Sawyer euch auch diesen Point Zero Two Wasserfilter vorstellen zu können. Das hier ist der Point Zero Two Wasserfilter und ich werde ihn direkt mal in der Nahaufnahme dem Point One gegenüberstellen, damit ihr gleich mal einen Größenvergleich habt. Ja, wie ihr seht, ist er um einiges größer als der Point One Wasserfilter von Sawyer. Und wie gesagt, besitzt eine maximale Porengröße von gerade mal 0,02 Mikron. Das ist wirklich verdammt klein. Und im Point Zero Two ist auch ein Hohlfasermembranfilter verbaut. Dieser besteht aus feinsten Röhrchen, aus einem Mikrofaserfließstoff. Und die Filterart stammt aus der Dialysetechnik, die für diese speziellen Wasserfilteranwendungen weiterentwickelt wurde. Der Filter besteht aus BPA-freiem Kunststoff und wiegt 134 Gramm. Man kann ihn in zwei verschiedenen Sets kaufen. Einmal als Sawyer SP191. Das ist ein System, mit dem es möglich ist, diesen Filter an größere Wasserbehältnisse anzuschließen, wie Fässer oder Eimer und so weiter. Das wird aber hauptsächlich von Hilfsorganisationen benutzt. Und einmal als das Set SP194 mit zwei großen 4 Liter Wasserbeuteln. Und dieses Set wird auch ganz gerne für den Outdoor-Bereich genommen. Und genau das wurde mir zur Verfügung gestellt, damit ich es euch zeigen kann. Und das werde ich jetzt tun. So, das hier ist das komplette SP194-System. Es besteht aus zwei 4 Liter Wasserbeuteln in dem Farbcode Grau-Blau. Grau für unsicheres, ungefiltertes Wasser. Deswegen hier auch nochmal dieses Symbol aufgedruckt. Und Blau für sauberes, gefiltertes Trinkwasser. Beide Beutel sind aus einem robusten Nylon gefertigt, das einen sehr hochwertigen Eindruck macht. Hier oben gibt es zwei Griffe. Damit kann man den gefüllten Wasserbeutel sehr einfach tragen und man kann ihn später irgendwo aufhängen. Dafür gibt es noch diesen Gurt hier. Das ganze System ist mit Quicklink-Klickverschlüssen ausgestattet. So ist es sehr einfach möglich, alles einfach zusammenzustecken und auch wieder zu trennen. Beide Beutel haben einen sehr großen Schraubverschluss. Sehr einfach, um den Beutel zu befüllen und später auch zu reinigen. Hier die Besonderheit, ein Kunststoffgriff. Mit dem kann ich den Beutel sehr einfach halten, wenn ich ihn irgendwo in einem Gewässer befülle. Und beim blauen Beutel die Besonderheit, dass der Verschluss eine Zapfhahnfunktion besitzt. Hier ist es mir sehr einfach möglich, später das saubere Trinkwasser in Gefäße abzufüllen. Ja, dann hier natürlich den Filter, den ich schon gezeigt habe, und verschiedene Schläuche. Zum einen dieser graue Schlauch. Mit ihm verbinde ich den grauen Sack mit dem Wasserfilter. Der blaue Schlauch ist ein Trinkschlauch. Mit ihm kann ich direkt aus meinem blauen Sack trinken. Dann habe ich hier einen sogenannten Wasserhahnadapter. Der hat verschiedene Funktionen. Zum einen könnte ich ihn mit diesem kleinen Schlauchadapter einmal hier anschließen und aus dem Wasserhahn befüllen, den grauen Sack, wenn ich zum Beispiel auf Reisen bin, wo das Trinkwasser aus dem Wasserhahn nicht sicher ist. Und ich kann ihn auch verwenden, ebenfalls mit diesem Adapter, um ebenfalls auf Reisen den Sawyer-Filter direkt an den Wasserhahn anzuschließen und direkt daraus Wasser zu filtern. Ansonsten gibt es noch eine weitere Funktion zum Reinigen des Filters, auch mit diesem Adapter, das zeige ich aber später. Es handelt sich beim SP194 um ein sogenanntes Gravitationssystem. Das bedeutet, ich befülle den grauen Sack mit Wasser aus einem Gewässer zum Beispiel und hänge ihn dann irgendwo an einer höheren Stelle auf, an einem Baum, an einem Ast oder auf einem Stein oder wie auch immer. Dann verbinde ich ihn mit dem blauen Beutel über den Schlauch zusammen mit dem Filter
Und der blaue Beutel wird irgendwo weiter unten platziert, zum Beispiel einfach nur auf den Boden gelegt. Und die Schwerkraft sorgt dann dafür, dass das Wasser von oben durch den Filter in den unteren Beutel fließt und ich kriege sauberes, gefiltertes Trinkwasser, ohne pumpen zu müssen oder irgendetwas anderes zu tun. In der Zwischenzeit kann ich mein Lager aufbauen, meinen Schlafplatz herrichten, das Essen vorbereiten und ganz nebenbei wird mein Wasser gefiltert. Okay, nehmen wir das System mal in Betrieb und dafür werde ich jetzt als erstes den grauen Beutel hier in diesem Gewässer befüllen. Den Beutel hänge ich jetzt hier an dem Baum auf. Wie gesagt, ich könnte ihn auch auf einen höheren Felsen legen oder irgendwie an einem Zelt befestigen oder wo auch immer. Und dafür verwende ich diesen mitgelieferten Gurt. So, als nächster Schritt wird jetzt der graue Schlauch hier unten am grauen Sack angeschlossen. Wie ihr seht, das Quicklink-System, die Anschlüsse sind selbstverschließend. Das heißt, solange kein Schlauch dran ist, sind sie absolut dicht. Und das ist sehr gut, denn so kann ich auch den gefüllten Wasserbeutel im Rucksack transportieren und kein Wasser läuft aus. Das bedeutet gleichzeitig, dass ich mit dem SP194-System sogar 8 Liter Wasser mit mir tragen kann. Und damit bin ich einige Tage unabhängig von einem Gewässer in meiner Nähe. Also 4 Liter noch nicht gefiltertes Wasser und 4 Liter bereits gefiltertes Trinkwasser. Damit das System möglichst gut funktioniert, sollte immer möglichst wenig Luft in den einzelnen Komponenten sein. Das heißt, ich werde jetzt hier mit diesem Clip den grauen Schlauch öffnen, werde dann warten, bis Wasser ausläuft. Erst dann werde ich den Filter aufsetzen, werde auch da wieder warten, bis Wasser ausläuft. Und erst dann werde ich das ganze System zusammenstecken, also den blauen Sack anstecken. Und schon nach ganz kurzer Zeit kann man fühlen, wie sich im unteren Sack das Wasser sammelt. So, das Ganze hat jetzt ungefähr 30 Minuten gedauert, etwas drüber, aber ich finde keine schlechte Filterleistung, denn man muss bedenken, dass das Wasser ja durch einen Filter mit einer Porengröße von nur 0,02 Mikron durch muss. Gut, ich kann jetzt den Filter abmachen, mein Wasser aus dem Beutel ganz normal verwenden. Was man immer bedenken sollte, bei einem Filter mit so einer geringen Porengröße, diese Filter können natürlich schneller mal verstopfen als ein anderer Filter. Und dementsprechend sollte so ein Filter natürlich ab und zu auch mal rückgespült werden, wieder befreit werden. Das kann man entweder zu Hause machen mit diesem Wasserhahnadapter, den Wasserhahnadapter an den Filter auf der anderen Seite anschließen und den Druck des Wasserhahns nutzen, um den Filter freizuspülen. Aber man kann das auch direkt nach dem Filtern, nach jedem einzelnen Filtervorgang machen. Und zwar nimmt man dazu hier diesen Schlauch ab und lässt den Filter noch an dem Beutel dran. Dann lege ich ihn mir auf den Boden oder auf einen festen Untergrund wie den Stein. Und ich möchte ja jetzt, dass das Wasser zum Rückspülen entgegengesetzt der normalen Flussrichtung durch den Filter gedrückt wird, damit die Poren oben wieder befreit werden. Und das mache ich folgendermaßen. Ich habe hier diesen Klickverschluss, der selbstverschließend ist. Den muss ich öffnen. Dazu benutze ich diesen kleinen Adapter, den ich vorhin gezeigt habe. Den stecke ich ein. Und jetzt ist der Filter offen. Und jetzt nutze ich den Druck meines Körpers, das ganze Körpergewicht, um den Filter rückzuspülen. Zum Beispiel sich mit dem Knie auf den Beutel legen, richtig? Und ich spüle den Filter frei.
Wie oft so ein Filter rückgespült werden sollte, ist schlecht zu sagen. Das hängt natürlich immer vom Verschmutzungsgrad des verwendeten Wassers ab. Allgemein gilt immer, am besten vor der Verwendung von irgendeinem Wasser in einem Filter das Wasser vorfiltern, durch ein Stofftuch geben oder irgendeine Art von Vorfilter verwenden. So, jetzt kann ich mir dann auch den blauen Sack aufhängen und hier unten mit dem Verschluss, wie gesagt, der hat eine Zapfhahnfunktion, ganz einfach meine Gefäße füllen. Ja, Sawyer gibt auf diesen Filter eine lebenslange Garantie, was Herstellungsfehler angeht. Und die Filterleistung ist mit 1 Million Gallonen Wasser angegeben. Das sind sage und schreibe 3,7 Millionen Liter Wasser, die damit gefiltert werden können. Also der .02 ist als hochprofessioneller Filter natürlich einiges teurer als andere Filter, aber auch mit diesem Filter kauft man einen Filter fürs Leben. Der .02 ist ein hochprofessioneller Filter für sehr spezielle Anwendungen, nämlich dann, wenn man mit Virenverunreinigungen im Wasser rechnen muss. Es ist jetzt also nicht der Filter für den Wochenendtrip in den Harz. Er ist einfach in der Anwendung, er ist sehr leicht aufzubauen und man kann sehr leicht größere Mengen Wasser mit ihm filtern. Es ist jetzt aber nicht der Filter, um mal unterwegs schnell die Wasserflasche vollzumachen. Da eignen sich Systeme wie der Sawyer Squeeze viel, viel besser dafür. Das gesamte SP194-System ist wirklich ein hochprofessionelles und leicht zu transportierendes System. Insgesamt gerade mal 534 Gramm alle Komponenten und bietet den höchsten Level an Wassersicherheit. Also ein wirklich absolutes Spitzenprodukt. Vielen Dank an die Firma Sawyer Europe, die mir das hier gezeigte Wasserfiltersystem für dieses Review kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Schau auch auf meinem Hauptkanal vorbei. Da kannst du mich auf meinen Outdoor-Erlebnissen begleiten, findest zahlreiche Videos zu den Themenbereichen Survival, Bushcraft und Trekking sowie zu zahlreichen anderen Outdoor-Aktivitäten.